seid ihr hier? Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Ja, hallo, wir müssen reden. Für all die, das hier später hören, was ihr jetzt hören werdet, ist das Audio eines spontanen Twitch-Streams, den wir ganz, ganz kurzfristig zusammengeschustert haben, weil sich natürlich wieder einmal die Ereignisse rund um den ersten FC Köln überschlagen haben. Ist jetzt alles ein bisschen sehr improvisiert und wir haben uns hier wirklich noch einen sehr anstrengenden langen Tag zusammengefunden, haben also nicht so eine Struktur wie sonst hier jetzt drin. Es gab ja auch eine reguläre Folge bereits gestern am Mittwoch von Daniel, Erik und Marco. Aber nichts ist älter als die Podcast-Folgen von gestern und seitdem haben sich die Ereignisse eben, wie gesagt, überschlagen. Nicht nur, dass wir zwei Transferperioden lang keine Spieler holen dürfen, auch ist der Mann mit der Schiebermütze und den schlechten Englischkenntnissen nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Vielleicht tritt am morgigen Freitag sogar noch Christian Keller zurück. Wir nehmen das auf am Donnerstag, dem 21.12. um 21.44 Uhr und reden über den aktuellen Stand der Dinge live vom Abgrund. Wir stehen noch am Abgrund, einen Schritt weiter schon der Marco. Hallo Marco. Hallo aus der Justizvollzugsanstalt Bochum. Ich merke, die haben Glasfaser verlegt, ne? Das Netz ist besser geworden da. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Ja, ich weiß nicht, in welcher Justizvollzugsanstalt er plant einzusitzen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber der Daniel ist am Start. Ja, wunderschönen guten Abend. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Nicht, dass wir das gestern alles so orakelt hätten. Ich bin wirklich, der Baumi hat nicht nur die Aufstellung bei uns hier rausgehört, der hat auch gehört, wie es weitergeht. Anscheinend. Baumi, mach es. Schönen Gruß in Urlaub. Und im Freigängerprogramm wegen der Familie ist der Erik. Ja, moin moin und alaaf vom Hannover Sand, wo die Elbsturmflut langsam kommt und das Wasser steigt und steigt bis zum Hals. Okay, bei uns ist trocken tatsächlich. Na gut. Ich kann einmal von meinem Tag berichten. Ich bin heute um 12 Uhr mittags Richtung Lehrerparkplatz gegangen, weil dann natürlich die Ferien begonnen haben und dann haben wir ausnahmsweise mal um 12 Uhr Feierabend. Ich steige in mein Auto und kriege dann direkt so eine Meldung, Reifendruck kontrollieren. Fahr so einen halben Meter und dann sagt er mir, Reifenschaden. Ja, und dann war mein Reifen kaputt. Das war um 12 Uhr. Alle Hörerinnen und Hörer dürfen mal raten, wann der Abschleppdienst sich dann sofort um 12 gerufen habe, wann der gekommen ist. Und während ich also auf ihn wartete, ging das wirklich am laufenden Band. Ne? Es kamen die WhatsApp-Nachrichten rein, es kamen die Twitter-Skeets, wie es jetzt heißen mag, rein. Und jede Nachricht war noch schlechter als die davor. Erst hieß es angeblich Baumgart zurückgetreten, dann wurde confirmed, dass Baumgart zurückgetreten ist. Dann hieß es, dass wohl anscheinend laut Kick-Informationen die Kassensperre aufgehoben würde. Ja, gute Nachrichten. Aber dann hieß es, nein, anscheinend ist sie doch aktuell. Ja, und dann kam die Kassensperre und jetzt ist sie sogar für zwei Transferperioden. Also nicht mal, dass man sich auf so ein Mittelding da irgendwie geeinigt hat und dann sagt eine Periode und dann gib ihm. Nein, wir haben die volle Härte der FIFA, Kass, Gesetzmäßigkeit, whatever, erdulden müssen. Ja, und ich frage mal einfach in die Runde, wie habt ihr den heutigen Tag erlebt? Ja, ich fand es ein Teilerfolg, also muss man positiv sehen. Die erste Hälfte vom Marathon ist geschafft. Ich bin klar geblieben den ganzen Tag und habe mich fokussiert auf uns. Was die anderen machen, ist egal. Ich bleib bei uns und halte das Spiel am Laufen. Ich bleib auch bei uns, deswegen auch hier eine Therapiestunde jetzt wieder. Teilerfolg finde ich sehr witzig. Ich finde, die Baumgart-Geschichte ist total in den Hintergrund geraten, weil das Kassurteil eigentlich das ist, was zumindest bei mir persönlich viel mehr ausmacht, ne? Oder was mit mir viel mehr macht, als der Rücktritt, die einvernehmliche Vertragsauflösung oder der Rausschmiss, was es auch immer war, von Baumgart. Die Kassensperre, die beschäftigt mich schon und da habe ich auch überhaupt gar keinen klaren Kopf zu und
sehe gerade, wenn ich in den Chat reingucke, dass das, dass ich ja nicht der Einzige bin bei dem Thema. Und deswegen bin ich froh, dass wir, und vielen Dank an alle im Chat und an alle hier in der Runde, dass wir so spontan zur Therapiesitzung zusammengekommen sind. Die brauche ich heute Abend dringender denn je. Ich wollte auch mal vermelden, ganz kurz, sorry, dass wir haben 42 Leute im Chat, das hatten wir noch nie. Danke, Baum. 44 sogar. Ja. Danke, aber, Keller. Danke. Ja, also ich habe, also wer tatsächlich davon ausgegangen ist, dass Baumgart noch weiterhin zum ersten Saisonspiel unser Trainer ist, der kennt die Mechanismen des Marktes nicht. Und ich sag mal, passend dazu waren ja auch die Aussagen von Baumgart gestern nach dem Spiel. Das war ja alles nicht mehr positiv und das ist ja tendenziell schon eher ein positiv denkender Mensch und deswegen war mir schon klar, dass da die Richtung Auflösung, Ende, Baumgart, wie auch immer, ob er nun gegangen worden ist, ist scheißegal. Das Kassurteil, das tut weh. Ich habe gehofft, dass zumindest eine mildere Strafe rauskommt, aber das ist ja die Höchststrafe für uns. Also ich meine, es wäre ja noch die Kirsche auf der Torte gewesen, wenn wir jetzt noch 2,5 Millionen an Ljubljana hätten zahlen müssen. Und aber das ist ja aber zumindest... Aber die bekommen doch die 87.000 auch noch oder irgendwie sowas. Ja, 87.000 Euro. Ey, sorry, das ist ja Peanuts. Ja, die sparen wir jetzt, weil wir keine Spieler verpflichten können. Jo, also, ne, also ich meine, das ist 87.000 Euro. Ich glaube, das ist, glaube ich, nur die Verfahrensstrafe. Und ja, es ist halt... Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie der FC das regeln möchte. Also aller Voraussicht nach werden wir diese so absteigen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dass wir jetzt irgendwie 20 Punkte haben und irgendwie sagen, oh, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die nächste Mal in Transferperiode rumbekommen. Wir hätten ja diese Transferperiode jetzt nutzen wollen, um 3 weitere Spieler zu holen. Die werden wir nicht holen können. Und ja, es ist alles unfassbar schlecht und eigentlich ärgert man sich nur noch. Ja, vor allen Dingen, wenn das wirklich stimmt, dass man mit 2 Millionen Schadensgeld oder wie nennt man das, Bestechungsgenehe, außergerichtliche Vergleichsgeld, genau, wenn man das Heft zahlen müssen, dass du für 2 Millionen diese ganze Sache aus der Welt schaffen kannst, da musst du dich halt echt fragen, wie sicher muss man sich gewesen sein, dieses Ding zu gewinnen, dass man A, diese Kaderlücken lässt mit der Option da im Winter noch zu flicken und B sagt, diese 2 Millionen spare ich mir jetzt lieber, anstatt das für immer aus der Welt zu schaffen. Das aber ist das so? Entschuldigung, wenn ich mal frage. Ich weiß es nicht. Nee, also da jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein massiver Schaden für den Verein. Da könntest du doch nachher sogar, wenn es dumm kommt, da kannst du ja noch haftbar gemacht werden, wenn du dann von der Verantwortung gehst. Es ist halt so, dass Ljubljana hatte nachdem das Urteil ausgesprochen worden ist, das FIFA-Urteil, hatte Ljubljana doch die Summe von 2 Millionen, ich glaube 2,5 Millionen auch nochmal in den Raum gestellt. Und die sind ja auch zusammengekommen. Der Keller hat ja auch mit den beiden Münchnern da gesprochen, für Ljubljana die Präsidenten oder Verantwortlichen oder was auch immer sind. Und die wären ja bereit gewesen, gegen diese Zahlung von den 2 Millionen oder 2,5 Millionen dann keine Anklage zu erheben. Und dann keine Anklage, dann hätte der Kaster auch nichts gemacht und die FIFA-Anklage wäre zurückgezogen worden. Es war ja noch kein rechtskräftiges Urteil. Ich bin mir nicht da so sicher, ob das so ist. Das haben alle gemutmaßt. Aber die FIFA ist doch ein Wenn du jetzt, Erik, irgendwen anschießt auf offener Straße und du einigst dich mit dem Opfer, dann kann trotzdem die Staatsanwaltschaft das verfolgen. Ja klar, kann die Staatsanwaltschaft das verfolgen. Aber ob sie das dann macht, ist eine andere Frage, weil die haben ja auch andere Sachen auf dem Zettel. Und die FIFA hätte es natürlich verfolgen können weiterhin. Aber UEFA übrigens, nicht FIFA. Ja, oder UEFA. Ja. Nee, FIFA-Urteil. FIFA. Immer FIFA. Ansonsten hättest du ja noch eine Upgrade-Möglichkeit. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt sagen wir ehrlich, warum ist das Urteil so unglaublich hart und überhart, meiner Meinung nach, ist doch, weil die wollen doch unbedingt verhindern, dass da mit den Jugendspielern Schindluder getrieben wird. Das ist doch das große. Ja, die Regel in sich ist ja gar nicht so verkehrt. So, und jetzt deswegen halte ich das für absolut illusorisch, dass man sagt, man überweist den Kohle und dann werden die das schon auf sich beruhen lassen. So, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann, also keine Ahnung.
Ich glaube, wenn du die Anklage zurückziehst, dann macht die FIFA da auch nichts, weil dann muss sie ja nicht mehr. Das ist halt der Unterschied. Ne? Also das Gleichnis war ja gerade mit dem Erik schießt jemanden in den Kopf. Natürlich muss deine Staatsanwaltschaft aktiv werden, aber nicht, wenn dein Nachbar halt seinen Baum über deinen Zaun wachsen lässt und du Anzeige erstattest und die dann zurückziehst, dass er dann genau, zivil ist. Richtig, wenn der Nachbar von Jens Lehmann ihn nicht angezeigt hätte, hätte die Staatsanwaltschaft da auch nichts gemacht, weil er die Birke gefällt hat. Genau. So ja, Lehmann, aber warum? Wenn sagst, aber wir haben Moment. Uns außergerichtlich geeinigt, dann ist halt gut. Außer, nee. Außer diese Eiche ist denkmalgeschützt. Ja, gut. Dann schon. Ja, so, aber und eine Birke. Ist doch scheißegal. Und Jens Lehmann gehört eh vorknallt. Was ich damit sagen will, ist, wenn die sozusagen Oberpfalz ein höheres Gut da drin sieht, was man schützen muss, dann kann die trotzdem vorgehen. Und ich bin der Meinung, dass die da, das gab es ja schon ein paar Mal, und dass sie da, und wir sind der FC, wir haben bei sowas eh immer Pech, als wenn da nichts passiert wäre. Dann wären die 2 Millionen auch noch weg gewesen. Ja, aber dann kann Millionen erwarte ich dann, dass Jubiläana sagt, nee, wir haben den Vertrag ordnungsgemäß gekündigt mit dem Herrn Potocznik. Also das erwarte ich dann schon, dass das Teil der Zahlung dann ist. Ja, hätte. Also im Chat steht auch drinne, dass Ljubljana vor dem Kass auch nochmal gesagt hat, dass sie gegen die Entschädigungszahlung zurückziehen und das Kass hätte dann eine Entscheidung getroffen, die im Sinne der Einigung gewesen wäre. Genau, und Nacer sagt, bei Chelsea hat die FIFA auch weiterverfolgt, obwohl es keinen Kläger mehr gab. Genau. Also was jetzt? Ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das hundertprozentig so gewesen wäre. Sache ist, dies führt jetzt gerade sowieso ein bisschen ab von unserer Thematik hier. Chelsea war nochmal ein gutes Stichwort. Die haben ja die gleiche Strafe bekommen wie wir damals, aber für 23 Vergehen. Die hatten 23 offene Fälle da mit Jugendspielern und haben die gleiche Strafe bekommen wie wir. Also das muss mir dann doch mal irgendjemand juristisch irgendwie erklären, wo da die Verhältnismäßigkeit ist. Dass du für einen Spieler genauso hart bestraft wirst wie für 23. Weil dann könnten wir jetzt ja auch noch 22 andere zum Vertragsbruch anstiften. Ist dann ja auch wurscht, ne? Also das verstehe ich auch wieder nicht. Keine Ahnung. Ob da wieder so eine Lex Colonia gegriffen hat oder was. Keine Ahnung. Ja. Aber trotz allem, also ich will jetzt mal auf den eigentlichen Kern kommen, ne? Dass das Kass-Ultra kam, war ja einfach immer eine realistische Option. Das haben wir ja auch wirklich in jeder Podcast-Folge immer wieder so als Wenn-Dann-Fall hier reingesagt. Ne? Also nur wenn das Urteil gut ausfällt. Und wir haben ja immer gedacht, so wie Keller handelt, muss der ja mehr wissen. Da muss der vielleicht schon irgendwie Signal bekommen haben aus, keine Ahnung, wo die sitzen, Lausanne oder so, dass das gut ausfällt. Und da haben wir noch so ein bisschen, so, man hat ja sich an diesen Glauben geklammert, dass das, was die tun, auf einem tieferen Wissen beruht. Aber jetzt, wo das Kartenhaus zusammengebrochen ist, musst du doch eigentlich sagen, das war doch von vorne bis hinten voll Amateur, oder? Ich sag mal, all in mit 7, 8 und 10 auf der Hand. Ne? Also keine Straße, kein Flash, kein gar nichts. Ja, mit Anakonikoffer auf der Hand, ne? Also mit AK. Ja, oder sowas ja. Noch. Also es war schon riesen. Also mir fehlen da die Worte für, ganz ehrlich. Also, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das, auch wenn wir heute kein Skript, keine Agenda haben, auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was man dann hätte in der Sommertransferperiode alles anders machen müssen, alles, und so weiter. Und alles. So. Also, alles. Ja, aber alles. Ich verstehe auch nicht, muss man auch mal ganz kurz sagen, wenn du für dich privat irgendwas machst und du sagst, puh, das ist jetzt 50-50, keine Ahnung, ich verkaufe jetzt mein Auto, weil da habe ich einen super Deal, ich brauche das Geld, 50-50, und der Typ sagt dann, nee, habe ich mir anders überlegt, ich verkaufe die Karre nicht, ja, okay, dumm gelaufen, aber du kannst ja nicht als Verantwortlicher für so einen Verein mit Angestellten, mit allem, was da drumrum und dran hängt, ja, jetzt ja nicht nur im Sportlichen, da kannst du nicht sagen, ja, ey, all or nothing, wir holen keinen, weil wird schon gut gehen. Das ist doch fahrlässig. In jedem normalen Betrieb würdest du da, ich will jetzt nicht sagen, in den Knast gehen, aber da müsstest du aber echt dir Fragen stellen lassen. Und da wäre, wenn du da einen Aufsichtsrat hast und so, da wird es aber schon eng für dich, ne? Und mir ist nicht klar, dass man beim, nur weil es jetzt Fußball ist, alles scheißegal. Ich meine, dass da viele Vollamateure arbeiten, ne, Armin Fee, wir grüßen dich, alles okay, ne? Aber das finde ich schon. Aus unternehmerischer Sicht, das ist ja auch eine Firma irgendwo, ne? Finde ich das schon, sollte man mal verfolgen, wie der Herr Keller da agiert. Und wenn er zurücktritt, das kann eigentlich, also was man ja so hört und liest, das kann ja auch ist ja auch die einzige logische Schlussfolgerung daraus, muss man mal so sagen. Personelle Konsequenzen müssen da sowieso noch
mal diskutiert werden. Ne? Auch die Rolle von Jakobs in der ganzen Nummer. Ne? Das muss man dann auch nochmal überlegen oder auch was unser Vorstand damit zu tun hat. Also es ist jetzt alle reden auf Keller oder hacken auf Keller drauf. Berechtigt, wie ich finde, subjektive Meinung. Aber es sind ja noch mehrere Leute da in diese ganze Geschichte mit involviert. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Und nicht zuletzt muss man auch mal überlegen, was das denn auch mit dem Potocznik macht. Also der hat ja vorher da schon richtig drunter zu leiden gehabt. Und jetzt soll er oder ist er maßgeblich die Person, die es verschuldet hat, dass der FC auf den Abgrund zusteuert. Also das ist auch, also ich will jetzt nicht in der Haut des jungen Mannes stecken. Also das wird mit dem auch einiges machen, glaube ich, befürchte aber ich. Aber du kannst doch nicht Potocznik da jetzt eine Schuld geben. Nein, ich gebe dem keine Schuld. Ich gebe dem keine Schuld, um Gottes Willen. Aber er wird sich selber doch auch mit den. Alle reden doch nur vom FIFA-Urteil, vom Fall Potocznik und so weiter. Sein Name ist doch jetzt total überall bekannt. Er kann nichts dafür. Er hat das gemacht, zu dem man ihm geraten hat. Ja. So. Aber er ist die Person, die das letzten Endes ausgelöst hat. Das macht doch was mit einem Menschen. Ob ich jetzt schuldig bin das oder ist nicht. Wie, das ist wie Bossmann, die Bossmann-Entscheidung. Jeder weiß, so halt. Der Name steht davor. Jean-Marc Bossmann, ja. Ja, auch nie wieder einen Verein gefunden danach übrigens. War danach immer verbranntes Kind. Ja. Ja, stimmt. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, was macht das mit so einem 15-Jährigen, ne? Klar, oder 16-Jährigen jetzt inzwischen. Dass der jetzt so mit dieser Causa assoziiert wird. Ja, stimmt. Ja, aber zurück zu Keller. Der Moll schreit, der blüht auf. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, aber ich befürchte, es geht halt drin ein. Er wirkt ja auch wie so ein Typ, der relativ stabil ist, so psychisch. Also, ja, aber das ist schon hart, ne? Ja, klar. So, wenn Keller zurücktritt, dann stirbt der Verein. Er hat sich dem Mist gestellt, in Welle da lassen. Ja, na, das stimmt. Und ja, es war in Anführungszeichen erfrischend bis schmerzhaft erfrischend, dass er einfach mal Klartext geredet hat. Nichtsdestotrotz befreit sich das nicht von irgendeiner Art von geordneten Handeln und einem verantwortungsbewussten Handeln. Und ehrlich gesagt habe ich da doch große Zweifel mittlerweile. Also da einfach niemanden zu holen und zu hoffen, das wird schon gut gehen, Augen zu und durch, der Kader ist gut genug. Und heute hat er auch nochmal ja in so einem Interview, ich meine, was soll er auch sagen, muss man auch dazu sagen, ja, er sieht das als Ansporn für die Spieler, die da sind, Junge, der hat da Lack gesoffen. Ja, also, tut mir leid. Irgendwas muss er natürlich sagen, klar. Ja, aber das sind ja Plattitüden raus. Ja, aber da kann man, nee, sorry. Wenn dafür, wo ich ihn geschätzt habe, ist, dass er offen und klar sagt, was Sache ist. Das hat er ja bei den Finanzen auch gesagt. Und da kann man sagen, ja, wir waren fest davon ausgegangen, es wird eine sehr schwierige Situation, jetzt haben wir den Kader, wir können niemanden neu verpflichten, wir sehen, wo wir stehen, wir sind aber der Meinung, mit einem neuen Trainer können wir hier noch was rausholen. Das kann man sagen. Aber zu sagen, ja, das ist ein Ansporn für die Mannschaft, da ist, will er mich verarschen oder was? Tut mir leid, also da komme ich mir verarscht vor, als mündiger Fan sozusagen, weil jeder weiß, was das bedeutet. Ich habe irgendwo bei X heute gelesen, oder einen Aufruf, einen Appell an die FC Social Media Abteilung, die sollen doch einfach mal zwei, drei Tage lang aufhören mit diesen Meldungen, sondern einfach mal die Schnauze halten und gar nichts sagen, und dem stimme ich 1948% sogar bei. Das bringt doch jetzt nichts, diese ganzen Totschlagphrasen rauszuhauen und motivierend zu wirken und was auch immer. Wir wissen doch alle, dass hier ist das größtmögliche Übel, was dem Verein passieren konnte. Und ich bin jetzt 40 Jahre FC-Fan und das hier ist der vermutlich düsterste Tag in meinem FC-Fan-Dasein. Also sowas ist Wahnsinn, was das mit dem Verein jetzt alles macht. Also ja, das muss man erst mal hinkriegen, dass das alles in einem Tag auch noch passiert. Ne? Also das ist ja auch schon FC-esque ohne Ende. Die Frage, die sich aber auch hier im Chat gerade gestellt wird, also die wussten doch schon von dem Urteil, weil es ihnen ja vorher zugestellt wurde, bevor es per Pressemitteilung dann rausging, dass, also die wussten erst Urteil, dann ist Baumgart gegangen oder gegangen worden. Das ist doch, glaube ich, die Dramaturgie intern. Das hängt ja auch das eine mit dem anderen dann zusammen, oder? Also da hat auch Baumgart gesagt, ich sehe hier keine Perspektive ohne meine drei Wunschspieler da. Tschö. Ja, aber das kann man ja verstehen. Ja. Welcher Trainer will denn jetzt auch zum FC überhaupt? Ja. Also unter diesen Vorzeichen. Ich glaube, da kannst du wirklich nur die Funke dieser Welt jetzt holen. Ja, ich glaube unser 23-Trainer. Ja, oder das Spawners, ja. Ja, und ja, Keller hat einen A-Trainer-Lizenz. Ja, Spawners übrigens nicht. Also der unten 23-Trainer kann es nicht machen. Naja, gut, aber du könntest mit so einen Move machen Pavlak. Mit Pavlak zusammen. Ja, und genau.
Der schönste Mann Deutschland, Markus Biester, kommt zurück. Er landet von wie? Boah. Wir rufen ja. Sich Andromeda. Und dann kommt Markus Giesdahl in so einer Fähre runtergefahren von so einem Kran. Ich glaube, da liegt der Buki in Hamburg wahrscheinlich eingenässt in der Wohnung. Ja, absolut. Leute. Gänsehaut, sage ich nur. Boah, ja. Der schönste Mann Deutschlands. Ja. Ich habe übrigens irgendwo den Namen Christian Eichler von KSC gelesen. Falls der jemals zum ersten FC Köln kommen sollte, egal welcher Funktion, verlange ich an dieser Stelle Folgendes an die Social Media Abteilung. Das Vorstellungsvideo von Christian Eichner ist im auf Kofferraum. Jeden Fall ein Auto, was vorfährt, wo der Kofferraum aufklappt ja. Und da kommt da Christian Eichner rausgesprungen. Egal in was für einer Funktion. Wieso Eichner und Kofferraum? Ja, der ist auch damals abgehauen. Der ist damals von seinen Eltern aus dem Stadion geschmuggelt worden. Ach, ja. Stimmt, ich hatte jetzt gerade nur Dings hier, wie hieß er nochmal? Pizzoni, der andere. Pizzoni. Ja, Pizzoni. Das war ich der auch andere. Pizzoni vor Augen. Eichner auch, genau. Ja, aber wir haben es heute auch gesagt, mit dem Kollegen habe ich schon im Vorgespräch gesagt. Also man denkt ja, man hat echt alles erlebt, ne? Beim FC, man hat schon alles mit schwarzer Wand und Platzsturm vorm Ende und alles hat man miterlebt. Heute war das schon, also da musste ich mich schon mal hinsetzen, 5 Minuten, ne? Also echt krass. Das war echt krass. Also crazy. Auch wirklich die Dramaturgie. Ich sitze in meinem Auto, friere mir einen Ast ab, weil es saukalt ist und dieser scheiß Rettungsabschlepptyp da kommt nicht. Und dann wirklich so krass. Also es gibt's halt nur beim ersten FC Köln. Und wie gesagt, ja auch irgendwie alles mit Ansage. Alles mit Ansage. Und es würde mich halt auch nicht überraschen, sorry, wenn diese Vollamateure jetzt noch nicht mal mit irgendwelchen Traineralternativen sich beschäftigt haben. Natürlich und jetzt haben mal anfangen. Nicht. Jetzt mal anfangen, so eine Shortlist zu machen. Wenn ich schon höre, Thomas Reis, mag ja ein sympathischer Typ sein und der war auch, glaube ich, in der Rückrunde auf Schalke für Schalke gut und so, in der Bundesliga da alles gut, aber der fußballerische Ansatz von Thomas Reis passt doch 0,0 zum 1. FC Köln. Moment, zu unserem jetzigen 1. FC Köln nicht. Ja, du kannst ja keinen Spieler kaufen, also hast du ja den FC an der Backe. Ja, aber Reis hat tatsächlich beim VfL Bochum schon mit jungen Spielern gearbeitet, ne? Ja, super. Aber der muss jetzt ja trotzdem erstmal für die Rückrunde halt mit den 22, 23 Leuten arbeiten, die er hat. Und ob er da jetzt Leute findet, die 11 Mann gegen Mann spielen können, bezweifle ich doch mal sehr. Naja, also wir haben ja mit der U21, da können wir ein paar Spieler schon mit einbauen. Müssen wir in der Rückrunde jetzt auch schon mit einbauen. Ne? Also, natürlich. Rein theoretisch müsstest du sogar vielleicht, also das ist unpopular Opinion, aber was ist denn, wenn du sagst, okay, alles klar, wir gehen jetzt hier all in mit Jugendspielern? Ja. Wir ziehen die jetzt hoch. Hättest du von Anfang an die U21 spielen lassen, hätten die auch nicht weniger als 10 Punkte und 10 Tore. Das weiß ich halt nicht. Ich glaube auch. Viel weniger geht ja schon fast nicht, ne? Ja, aber du hättest das Derby gegen die Bauern nicht gewonnen, du hättest auch in Darmstadt nicht gewonnen, ne? Also dann du wärst schon schlechter da. Wird schon schlechter dastehen, das ist richtig. Aber ich glaube auch, es müssen jetzt definitiv direkt ein paar Leistungsträger von der Jugend hochgezogen werden, damit die sich an das Klima Profifußball im Erwachsenenbereich gewöhnen. Also das ist ja nochmal eine andere Härte. Und das ist egal, ob du jetzt erste Liga oder zweite Liga nächste Saison spielst, du brauchst jetzt ein halbes Jahr Aufwärmzeit, Warmlaufzeit, ne? Und das ist jetzt zwingend erforderlich. Und vielleicht ist es. Das geht nicht. Der Downs muss aber zweite Mannschaft spielen. Super. Ist ein wichtiges Spiel am Wochenende. Geht nicht. Sorry. Ja. Was ich aber auf jeden Fall auch finde, du musst halt auch so Leute wie den Hatschaui direkt in die U21 hochziehen, damit der jetzt schon mal lernt, auf dem Regionalliganiveau zu spielen, um uns schneller helfen zu können. Ist ja nur U21. Ja. Ist jetzt noch nicht, dass ich sage, die sollen in der Bundesliga spielen. Ja, ja. Ne? So weit gehe ich ja auch nicht. Aber schon mal die U21 verstärken. Vielleicht gerade, wenn du sagst, du ziehst jetzt halt Weschenbach oder whoever hoch, wird da ja auch eine Position frei. Oder Smajic oder so, dass da halt eine Position frei wird. Und dann sofort mit den U17-Weltmeistern da auffüllen, damit die schon mal sich an das Niveau gewöhnen. Also jetzt die eine Sache, die andere Sache, vielleicht ganz kurz, wir hatten im Vorgespräch, als wir noch nicht auf Twitch online waren, hatten wir schon mal einmal kurz drüber gesprochen. Das Urteil heute betrifft ja nicht nur die Profis, das geht ja runter bis zur U17. So, und das ist natürlich dann auch die nächste schwierige Frage, wie kriegt man denn qualitativ
diese Jugendbereiche auch irgendwie nachgefördert. Also du kannst jetzt nicht aus der, wenn ich ob du so 16 oder 15 wieder die Sprünge in dem Alter sind, alle direkt hochziehen und kriegst auch kein so großes Leistungsgefüge dann zusammen. Also das wird dann auch wieder eine Mammutaufgabe. Und wenn du jetzt alle aus der U17 direkt in die U19 ziehst, die Qualität haben, dann geht die U17 den Bach runter. Was wiederum... Ja, aber du ziehst doch keine 20 Spieler hoch. Ja, aber wenn du die Leistungsträger rausziehst, wenn du vier Leistungsträger rausziehst. Machen wir uns doch nichts vor. Aus jedem Kader sind das doch maximal eine Handvoll. Aber das ist viel, auch auf dem Niveau, damit die haben doch da auch unterschiedliche Ligen mit aufsteigen und absteigen. So, und wenn du in der U17 jetzt eine absteigst, dann hast du ein ganz, wir waren doch selber schon mal deutscher Meister in Dortmund gewesen. Das war doch eine riesengeile Party. Also ich war leider nicht da, aber wenn ich da die Stimmen höre von denen, die da waren, und wenn du jetzt absteigst, dann musst du erstmal wieder alles aufbauen in 2 Jahren. Es wirkt sich halt bis unten, bis runter zu U17 aus. Und das ist, glaube ich, das Problem. B-Jugend, A-Jugend, U21 und Profis sind davon betroffen. Und das kriegst du, glaube ich, gar nicht so kompensiert als erster FC Köln. Also, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Kader der Jugendmannschaften sind. Geschweige denn weiß ich natürlich nicht, wie da die Jahrgänge verteilt sind. Also, du hast ja sowieso jahrgangsübergreifend und es gibt ja dann immer mal wieder Jahrgänge, die nach oben rutschen. Das heißt, du hast ja sowieso immer einen Wechsel in diesen Mannschaften drin. Die wechseln ja nicht alle per se immer ein Jahr nach oben. Es geht ja nicht, die ganze B-Jugend wird ja nicht zur A-Jugend. Du hast ja die jüngeren Jahrgänge und die älteren Jahrgänge. Deswegen, keine Ahnung, also ja, ist bestimmt auch für den Nachwuchs scheiße, aber ich glaube, da kannst du das wahrscheinlich tendenziell noch ein bisschen besser kompensieren, weil die Basis ja gut ist. Die Basis, die der FC im Nachwuchs hat, ist schon sehr gut. Ja, und in der Hinsicht finde ich es ja auch gut, dass jetzt, also, ja, ich sag's jetzt einfach hart. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, also pass auf, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich wirklich den Nachwuchs so unfassbar betrifft, weil du kannst doch einem Verein nicht sagen, es darf kein Spieler in deinen Verein eintreten. Nein, du darfst ja jetzt auch Spieler verpflichten. Es hindert dich ja keiner daran, einen Spieler zu verpflichten. Du darfst ganz normale Transferaktivitäten und so weiter und so fort machen. Ja, Moment, aber im Nachwuchsbereich wird ja selten verpflichtet. Ich war doch noch nicht fertig. Lass mich doch einmal bitte ausreden. Du darfst nur keine Spieler registrieren, anmelden, dass die mit dem ersten FC Köln-Logo auf der Brust auflaufen. Das ist das Thema. Du kannst Spieler holen, verpflichten, so viel du willst. So, wenn die nicht am ersten Tag des Transferfensters, wenn das aufmacht, gemeldet sind, dürfen die für den Verein nicht spielen. Egal, ob die vertragslos sind oder ob du jetzt Harry Kane hast. Harry Kane darf nicht spielen und ein vertragsloser Spieler auch nicht. Du kriegst die nicht mehr gemeldet. Du kannst jetzt einfach... Genau, jetzt du darfst nur Spieler, die entweder bei dir spielen oder die du verliehen hast, weil genau. Die gelten als gemeldet. Aber seid ihr euch denn wirklich sicher, dass das den Nachwuchs betrifft? Betrifft die Sperre die GmbH und Co. KG oder den e.V.? Den e.V., weil da spielen ja die Spieler. Moment, dann wenn das so wäre, dann wären die Profis nicht betroffen und das kann nicht sein. Nein, ich glaube, die Mannschaften wurden aufgelistet, die es betrifft, weil Potocznik damals ein U17-Spieler war, der in der U17-Mannschaft war und deswegen geht es hoch bis zu den Profis. Es geht nicht um das Geschäftsmodell, sondern es geht um die Mannschaften, die davon betroffen sind. Wir müssen das gerade mal sortieren. Das hat mit KGAA und so gar nichts zu tun. Jeder Spieler hat einen Spielerpass auf der ganzen Welt. Und diesen Spielerpass schickst du immer an den Verband, wo der Spieler gemeldet werden soll. Also wenn jetzt ein Dimitrios Limnios von Griechenland nach Deutschland zum DFB wechselt, gibst du dem DFB den Spielerpass von Limnios und dann musst du ihn registrieren in sein System und dann ist Limnios ab dann ein Spieler von dem 1. FC Köln. Und jetzt einfach so, dass da im Programm stehen würde, Error, can't be signed, weil FIFA-Transfersperre bis 2024, Winter. Das heißt, du kannst einfach keinen Spieler beim DFB für den 1. FC Köln registrieren, außer sie gehören dir schon oder sind verliehen, aber dann sind sie bei dir schon registriert mit ihrem Spielerpass. Oder, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, man kann wohl bis zum 31.12. diesen Jahres noch aktuell vertragslose Spieler signen, unterzeichnen lassen, registrieren. Richtig, weil die mit
direkter Wirkung einen Vertrag genau. hätten. Und das Kassurteil genau. gilt ja erst ab der genau. Beginn der Transferphase. Und das heißt, genau das erwarte ich. Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Entschuldigung. Nee, du wolltest das sagen, was ich auch sagen will. Ja. Da erwarte ich jetzt einfach, dass der FC da jetzt was macht. Richtig. Also wir haben jetzt ja zwei Transferperioden, also ein Jahr lang Zeit, ganz viel Geld zu sparen. Das heißt, wer auch immer da ab morgen jetzt verantwortlich ist, ob da noch Keller im Amt sein mag oder ob das der Kess interimsweise macht oder whatever, aber irgendwer muss morgen handlungsfähig sein und wirklich sofort jeden Spieler, der dir auch nur mit ein bisschen Fantasie weiterhelfen kann, verpflichten. Du kannst immer sagen, die Verträge lösen sich bei Abstieg auf, von mir aus. Aber du hast jetzt Kohle. Steck die Kohle in das Handgeld, von mir aus in das Beratergeld und hol dir Leute wie ein Boetius oder wie ein, was weiß ich, ein Caliguri oder ein, von mir aus tritt an Jesse Lingard heran und frag den Junge, was muss passieren, what does have to happen that you will sign for FC Köln? Erzähl's uns. Wie viel Kohle müssen wir dir in den Rachen schmeißen, dass du zu uns kommst? Der Otto, der kein Englisch kann, ist weg. Die anderen können Englisch. Was müssen wir tun, damit wir dich kriegen? Und wenn die das nicht tun, wenn die nicht bis Weihnachten mir hier drei oder vier vertragslose Spieler holen, weil das die einzige Chance, die wir noch haben, dann weiß ich halt auch nicht, wie ich diesen Verein noch ernst nehmen soll. Hol die, sperr die ab dem 27.12. ins Geisbockheim ein mit einem Fitnesstrainer und sag dir, am 2.1. sind die bitte gefälligst auf Fitnessstand. Auf Spielfitness. Zumindest für 60 Minuten, so Mark Utz-Style. Aber alles andere ist doch jetzt, alles andere ist doch schon wieder fahrlässig. Ja, vor allem auch. Wir wissen doch alle, was passiert, oder? Ja, das nicht, das, was ich gar genau, nicht, wird nichts passieren. Genau, es wird nichts passieren, wir werden absteigen. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es jetzt selbst den handelnden Personen bewusst ist, dass ihr All-In nicht gegriffen hat. Und jetzt müssen die eine Nachtschicht machen. Und vielleicht hat sich jetzt auch bis zum Geisbockheim rumgesprochen, dass wir hier aufnehmen. Herr Keller, Sie sind hoffentlich auch bei dem Chat drinne. Da können Sie gerne mit den Leuten diskutieren. Der ist nämlich sehr aktiv heute. das muss jetzt einfach was passieren. Die werden jetzt wahrscheinlich bis zum 31.12. keine Minute mehr schlafen dürfen, und sondern Spieler ranziehen müssen, damit wir das irgendwie jetzt kompensiert bekommen. Was wir auch noch als Trumpf in der Hinterhand hätten für nächste Saison, wir haben ja diverse Spieler verliehen. Ne? Obutz macht in der dritten Liga bei Rot-Weiß Essen einen guten Stand. Jetzt nicht so die erste Wahl für die erste Liga, aber gegebenenfalls eine Idee. Wir haben Lemperle verliehen, der bei Kräuter Fürth Stammspieler ist. Wir haben Soldo nach Kaiserslautern verliehen. Wir haben auch Jonas Obig verliehen, sollte irgendwer uns Geld für Schwäbe geben wollen. Also da sind ja Spieler, die verliehen sind und die wir nächste Saison auch zur Kadererweiterung heranziehen dürfen, die ja gemeldet sind. Also das ist zum Beispiel eine Sache aus der Jugend heraus, die jetzt woanders Spielpraxis sammeln. Könnte uns nächste Saison noch weiterhelfen. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt noch erfahrene Spieler, meiner Meinung nach, direkt. Ja, sehe ich genauso. Und jetzt scheiß auch auf alles. Scheiß auf Marktwertentwicklung und soll Englisch, du Deutsch sprechen und kein Englisch und whatever. Hol dir Spieler, die dir helfen. Hol dir erfahrene Spieler, und es gibt zum ersten Mal seit Menschengedenken auf diesem Markt der vertraglosen Spieler auch gute und spannende Spieler. Klar, die sind außerhalb des Gehaltsgefüges des FCs, ist mir vollkommen klar. Aber die sitzen jetzt ja auch schon seit einem halben Jahr knapp auf der Straße, haben keinen Verein. Und dann würde ich mal sagen, dass der FC immer noch besser ist als kein Verein. Und da du jetzt ja, wie gesagt, zwei Jahre lang eh kein Geld ausgeben kannst, hau diese Kohle in die Handgelder für diese vertragslosen Spieler, damit du irgendwie, du musst ja auch mal so ein bisschen Aufbruchsstimmung, Euphorie erzeugen. Also du kannst doch jetzt nicht sagen, ja, wir können keine Spieler holen und der neue Trainer ist Friedhelm Funkel und wir gucken mal, wie wir da rauskommen. Du musst doch jetzt irgendwie diese Stadt anzünden. Und dazu musst du doch mal irgendwie so ein, auch vielleicht bei den Vertragslosen, so ein Statement-Transfer machen. Geistbockheim anzünden würde mir schon reichen, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Aber ich wurde gerade im Chat nochmal geschrieben, Marco, übrigens, dass im Urteil steht, dass es für U17, 19 und U21 auch gilt. Ja, das ist halt so krass. Und wie gesagt, ich finde es immer noch
unverhältnismäßig, wenn man das mit Chelsea in Koordination setzt, aber ist jetzt eben passiert. Chelsea hat gegen einen anderen Artikel im FIFA-Recht verstoßen. Das kann auch damit zu tun haben, dass unterschiedliche Artikel unterschiedliche Strafmaße mit sich bringen. Also müssten wir jetzt unseren Joker nochmal heranziehen. Das habe ich jetzt heute in der Kürze der Zeit dann nicht geschafft, ihn nochmal zu interviewen, aber kann sein, dass es daher kommt, dass Chelsea bei 21 Fällen die gleiche Strafe aufgebrummt bekommen hat, dass es ein anderer Gesetzartikel war und deswegen ein anderes Strafmaß gilt. Also, ja, vermutlich. Irgendwie wird es schon zu legitim. Wer war denn das? War das nicht irgendwie eine französische Mannschaft, Lens oder Nancy oder irgendwie? Aber am Ende ist das doch ihr eigenes Recht, was sie sich selber gegeben haben, und das werden sie schon schön reden können, warum das so ist. Klar. Die werden das einfach sagen, weil ist halt so. Ob das Chelsea, das ist eine Diskussion, die brauchen wir nicht führen, weil am Ende, die führt zu nichts. Klar ist das Bullshit, aber die werden es schon irgendwie zurecht, weißt du, zurechtbiegen. Das ist halt ihr eigenes Ding und das kann man so anpassen, wie es ist. Also ich finde, das sind so Diskussionen, die führen zu nichts. Ich, keine Ahnung, ich bin auch echt frustriert. Das ist echt ein beschissener Tag. Der Moritz hat eine interessante Idee in den Chat reingeschrieben, Moritz van Keulen. Transfer im Sommer mit Spielern, die es auslaufenden Vertrag haben, irgendwie per Handgeld einigen, dass sie nirgendwo einen Vertrag unterschreiben, ab 1.9. dann vertragslos sind und dann könnten sie gemeldet werden. Gar nicht, ob das funktioniert. Nein, geht nicht. Geht nicht. Wir können bis 31. in diesem Jahr. Moment, aber dann weiß ich nicht. Wir haben ja zwei Transferperiodensperre. So, die zweite Transferperiodensperre endet am 31.8. am 1.9. vertragsloser Spieler. Denk da ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, es ist ganz einfach. Wir können bis 31.12. noch vertragslose Spieler holen und danach können wir ein Jahr lang überhaupt niemanden, egal wie auch immer. Zum 31.12. diesen Jahres können wir vertragslose Spieler holen. So, und bis zum 31.12. können wir zwei Transferperioden keine Spieler verpflichten. Aber die zweite Transferperiode ist ja am 31.8. beendet. Moritz, schreib mal genau, wie du das meinst. Moment, stopp. Daniel hat die Info. Daniel, komm mal raus. Da hat der RW mir geschickt, RW 1948. Charlotte hat das geschrieben. Auf vielfachen Wunsch, was darf der 1. FC Köln? Neue Spieler registrieren? Nein. Verträge verlängern? Ja. Leihspieler, deren Vertrag ausläuft, zurückholen? Ja. Leihspieler, deren Vertrag länger laufen, zurückholen? Nein. Vertragslose Spieler vor dem 1.12. holen? Nein. Nicht mal das. Wir können nicht mal jetzt vertragslose Spieler holen. Weil du sie nicht lizenzieren kannst. Verstehe ich nicht. Also warum konnte Mainz dann so ein Gilavogie jetzt gerade aktuell holen? Und wir nicht. Verstehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich, weil die Sperre ab dem Tag des Urteils ja, gilt. Wahrscheinlich. Das Urteil ist heute rausgekommen. Ja, und deswegen ja, gilt per sofort. Kann natürlich sein. Oder anders als das gestern. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Lizenzierung von vertragslosen Spielern geht. Ja, also wenn Khaled das sagt, ist das einfach so. Das nehmen wir jetzt einfach als Gesetz hin, dass das ein Fakt ist. Also wir sind am Arsch. Sorry, wir sind am Arsch. Was willst du machen? Du kannst jetzt halt so viele Spieler aus der U21 hochziehen, wie du lustig bist. Jetzt muss ich aber gerade mal doof fragen. Leihspieler, deren Verträge länger laufen als bis Winter 24, dürfen wir auch nicht holen. Haben wir da einen von? Oder sind die alle noch in der Frist ausgeliehen? Ich weiß nicht, wie es bei Obitz aussieht. Wie lange ist denn Urbik weg? Urbik ist, glaube ich, nur ein Jahr ausgeliehen. Also den können wir zurückholen. Warte, ich gucke jetzt eben. Vertrag. Aber das Gute ist, damit ist die Option Timo One auch weg, weil der ist zwar vertragslos, aber den können wir nicht mehr holen. 20. Also Urbich ist bis 30.06.24 an Fürth ausgeliehen und bis 26 bei uns unter Vertrag. Also kommt im Sommer erstmal wieder. Gut, haben wir schon mal einen. Okay, aber Urbich ist ja jetzt nur wirklich nicht. Da würde ich gerne. Torwart ist nicht unser Problem im Moment. Ja, Moment. Jetzt Moment, ja, aber was ist, wenn Schwebe sagt, hör mal, ist ja schön richtig, und gut. Richtig. Habe fertig. Ja. Oder was jetzt auch im KSTA heute stand, laut KSTA, also mit Vorsicht zu genießen, ne, sagt der Stadtanzeiger, haben gewisse Leistungsträger im Falle eines Abstieges Ausstiegsklauseln. Und dann kannst du als FC gar nichts machen. Dann steigt der FC ab und Leute wie, weiß ich nicht, sag mal, Jubicic und Schwäbe werden für 5 und 8 Millionen aus ihren Verträgen rausgekauft und du kannst das nicht verhindern. Wenn wir jedes Heimspiel Silvester feiern, weil wir genügend Kohle in der Kasse haben, um die Strafe zu bezahlen. Ja, das ist ja gut. Das ist der einzige Vorteil daran, ob jetzt 17 Mal Silvester, oder 18 Mal ja sogar noch. Jo. Haben wir noch ein Positives heute gefunden. Das ist auch schön. Super.
Ja, ich weiß nicht, man schafft sich so hart in die Scheiße zu reiten. Das schafft auch nur der erste FC Köln. Lemperle kehrt auch im Sommer zurück. Ja, das hatte ich noch im Schirm. Ich glaube, Obo war der länger weggeliehen wurde, ne? Ja, glaube ich auch. Soldo weiß ich jetzt gar nicht, wie lange Soldo weg ist. Aber mal ganz kurz, du darfst natürlich auch kein Spiel Hedil und wie heißt der hier, der mit dem Kreuzbandriss, der beim HSV war? Ach, sag mal, Katterbach. Katterbach, du darfst ja keinen gehen lassen. Ey, wenn du kannst doch einen Katterbach nicht ziehen lassen jetzt oder einen Deal, das geht doch nicht. Ja, aber Katterbach wird im Sommer ablösefrei, ne? Also der hat selber in der Hand, okay, ob er das oder nicht. Ja, aber im Sommer. Rein theoretisch ein Spieler wie Limnios, der ja jetzt unter dem alten Trainer keine Chance hatte, dem musst du jetzt eigentlich einen Zweijahresvertrag geben oder zumindest eine Transfersperre auflegen, dass er nirgendwo anders hingehen darf. Den musst du als Backup, als Fallback-Option im Kader behalten. Moment. Aber was natürlich jetzt, wenn Spieler gehen wollen, solltest du die gehen lassen? Nein. Pass auf. Aber dann ist doch, kennt ihr noch Albert Streit? Ja. Habt ihr Bock auf einen Albert Streit in Köln? Ja, haben wir Marco, aber neuer Trainer. Wir haben keinen neuer Trainer. Du musst doch jetzt Spieler wie Adamian, Soldo, Limnios, also Soldo ist weg, aber Limnios, die musst du doch jetzt holen und sagen, pass mal auf, Jungs, alles scheiße gelaufen. Ihr seid jetzt hier, ihr seid meine Männer, ich bände euch ins Spiel ein, ihr steigert euren Marktwert, im Sommer sehen wir weiter, Vollgas. Das musst du doch jetzt machen. Du kannst nicht sagen, nee, die machen eine schlechte Laune. Ja, dann ist keine schlechte Laune, ist die Kabine aber leer, dummerweise, ne? Sehe ich auch so. Also du musst denen jetzt sagen, die können ja auch theoretisch bis zum 31.01. uns noch verlassen. Das heißt, die haben ja 4 Spiele oder was, wo der neue Trainer in Amt und Würden sein wird. Und dann sagst du denen, Leute, greift neu an. Also wenn Adamian dann wieder gesund ist, gehe ich davon aus. Dann sagst du, Limnios und Adamian greift an. Der neue Trainer setzt alle Uhren auf Null zurück, fängt bei jedem Spieler wieder von Null an. Ihr habt eine Chance. So, und Limnios hat bei anderen Vereinen geknipst. Adamian, gut, hat noch nicht in der Bundesliga funktioniert, so richtig nachhaltig, okay. Aber andere Chance hast du doch nicht. Du musst ja jetzt die da sind, irgendwie stark reden und die jetzt unzufrieden sind, musst du happy machen, damit die sich nochmal reinhängen und sich dann vielleicht irgendwie in Folge für einen besseren Verein empfehlen. Das ist doch jetzt die einzige Chance, die du hast. Ja. Übrigens, Soldo und Obutz kommen auch Ende des Jahres zurück. Also Jahres, sondern der Saison. Ja, okay. Ich möchte auch ganz kurz, im Chat kommt gerade auch die Frage von 0,2 Kölsch raus auf, was mit Waldschmidt und Alidou ist. Die sind ausgeliehen. Die Spieler, da muss man eigentlich die K.O. ziehen, beziehungsweise, wenn man sie nicht hat, irgendwie alles versuchen, die Spieler auch für die nächste Saison zu behalten. Also natürlich abhängig von der Liga. Ich glaube, ein Waldschmidt oder ein Alidou, zweite Liga, wäre schon schwer. Aber eigentlich müsstest du die jetzt versuchen, auch dauerhaft an den FC zu binden, weil die sind registriert, die sind gemeldet, die dürften dann fest verpflichtet werden. So, ja. Wobei ich mich halt schon frage, ob wirklich 400 Millionen für Waldschmidt, ob das eine gute Summe ist. Ja, okay, vielleicht kann man da irgendwie nochmal nachhandeln, irgendwie was, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee. Könnte man schon, aber wenn Wolfsburg sagt, pass mal auf, wir brauchen den nicht mehr und gibt uns 2 Millionen, wenn ihr die 4,5 nicht bezahlen wollt, werden sie zwar blöd, aber bei denen spielt Geld ja keine Rolle. Insofern könnte ich mir vielleicht mit guten Verhandeln oder irgendwie sowas, dass man da irgendwie Pakete draus macht, was weiß ich, aber dürftest du eigentlich bei der Stürmersituation, die wir haben, nicht abgeben. Also meiner Meinung nach. Ja, ich meine, wir hätten ja die Kohle jetzt auch. Also natürlich haben wir 4 Millionen für Waldschmidt, wenn wir 2 Jahre lang, 2 Transferperioden lang kein Geld ausgeben dürfen. Ist übrigens auch eine ganz wichtige Sache, ne? Also wir müssen dieses Jahr irgendwie die Klasse halten. Dann sind wir nächste Saison erste Liga und dann kann man dann im Winter nachjustieren. Viel schlechter als es jetzt gelaufen ist, wird es nächste Saison auch nicht laufen in der Hinserie, wenn du jetzt die Klasse hältst und dann auch wieder mit 10, 12, 15 Punkten aus der Rückrunde rausgehst, aus der Hinrunde rausgehst, dann kannst du nochmal weiter angreifen und könntest theoretisch ohne Ligaverlust, ohne Abstieg erstklassig bleiben, trotz des dafür müsstest du erstmal jetzt die Liga halten. Wenn du jetzt absteigst, aber da haben wir ja gestern drüber gesprochen in der regulären Folge,
die Chancen sind ja noch alle da. Es sind 3 Punkte aufs rettende Ufer, also auf den direkten Klassenerhalt. Das ist ja auch für den ersten FC Köln in der Saison hier machbar. So, und wenn du dann aber nächste Saison in der ersten Liga bleibst, dann kannst du deine Winterqualität nochmal nachholen. Bis dahin wird es natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, ne? Aber rein theoretisch ist es möglich, Erstligaverein zu bleiben. Meine Meinung, solltest du im Sommer absteigen und dann gehen wirklich die Leistungsträger wie Ljubicic, wie Schwäbe und so weiter und verlassen den Verein, dann wird es schwierig, dann werden wir, glaube ich, auch die schlechteste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte erleben. Bin ich fast von überzeugt. Ja, also man muss halt sich jetzt immer selber sehr am Riemen reißen, nicht zum kompletten Schwarzseher zu werden, aber also ich sehe uns gerade mindestens den Gang von Schalke 04 gehen, eigentlich sogar eher den Gang von Bielefeld, wenn ich ehrlich bin. Mit der jetzigen Situation, mit der jetzigen Perspektive nach vorne. Aber das mit den Ausstiegsklauseln, das weiß doch keiner. KSTA ist jetzt auch nicht die bestunterrichtetste Zeitung. Die Frage ist halt, wie viel Sinn das macht, Ljubicic das Wechselverbot zu geben. Der spielt ja jetzt schon nicht die Sterne vom Himmel. Wenn du ihm jetzt den Riegel vorschiebst, ob der dann nochmal sich motivieren kann. Das meine ich ja. Wenn du sagst, du darfst jetzt hier nicht wechseln, nein, du musst bei uns bleiben, dann hat doch kein Spieler Bock zu bleiben. Ja, eben. Das meine ich ja. Also zumindest für Ljubicic gilt das. Ich glaube, Schwebe ist sogar noch ein anderer Typ Mensch. Ich glaube, der macht dieselben Leistungen wie jetzt, wenn der bleiben müsste. Bei Jubi weiß ich das nicht. Ja, aber die Frage ist ja auch, also ne, wenn wir wirklich absteigen, dann musst du einfach gucken, dass du mit jungen Spielern deinen Kader füllst. Ja, musst du. Hätte man natürlich schon viel früher tun können. Liebe Grüße an den Schiebermützenmann. Also ich habe leider das Spiel gegen Union ja nicht gucken können, weil ich auf unserer Weihnachtsfeier war. Aber ich habe mir hinterher die Stats, also die Statistiken von Max Finkrewe angeschaut. Und der war halt der beste Mann auf dem Platz, statistisch gesehen. Vielleicht nicht vom Impact, das müsst ihr beurteilen, wie ihr das Spiel gesehen habt. Nee, vom Impact her nicht. Ja, ich fand den schon stark. Ich fand den auffällig stark. In der ersten Halbzeit fand ich den gut. Ich sag nur, wie der diesen Ball vor der Torauslinie rausgefischt hat, nochmal, ja, ist nichts draus geworden, aber ich fand, ey, das war doch 100-mal besser, als was der Dominik Heinzler da gespielt das hat. Das ist richtig. Limnios, wenn man ehrlich ist. Paccarada, meine ich, Entschuldigung. Der hat 85% seiner Offensiv-Zweikämpfe gewonnen, also im Dribbling gegen einen Gegner sich durchgesetzt. Und welcher unserer Spieler kann das von sich behaupten? Also das habe ich auch so gedacht. Ich habe jetzt nur die Tore gesehen, deswegen alles mit Vorsicht. Aber die Tore fallen doch auch deshalb, weil Union halt trotz aller Grütze, die spielen, Spieler haben, die mal ein 1 gegen 1 für sich gewinnen können. Namentlich Benedikt Hollerbach, der ja mit so einem Bauerntrick da an Erik Martel vorbeikommt. Aber selbst so einen Bauerntrick siehst du bei uns doch nicht. So, ja, deshalb weil dann der Ball dreimal wieder quergelegt wird. Ja, oder weil der Spieler nicht im Moment gerade so sehr mit sich selber hadert und kein Selbstvertrauen hat, dass der es gar nicht erst sich zutraut, sondern direkt eben abbremst und irgendwie hofft, hoffentlich werde ich gefault, dass ich einen Elfmeter kriege oder so. Das ist halt dieser Fluch dessen, unten drin zu stehen. Und natürlich, also zu dem, was ihr da gesagt habt in der Folge gestern, die ich auch mit großer Begeisterung gehört habe, der große Unterschied zwischen uns und Union Berlin ist halt, Union Berlin kann das Champions League Säckerl aufmachen und kann noch, wenn sie wollen, 3-4 Spieler holen, die denen weiterhelfen für ihre Runde. Das können wir halt weder vom Geld her noch vom Kassurteil her. Ja gut, aber das ist ja jetzt, also ich meine, darüber brauchen wir uns ja keine Gedanken mehr machen. Das ist einfach so. Ja. Ich meine, da kann man sich jetzt wunderbar drüber aufregen, aber Fakt ist, wir dürfen keine Spieler verpflichten. Also musst du gucken, dass du irgendwie einen Trainer bekommst, der diese Mannschaft, die aktuell da ist, so annimmt und das Beste daraus rausholt. Ja. Was auch also, immer das ist. Heißt aber eigentlich auch, der neue Trainer muss vom Profil her so alter Fuchs sein, oder? Da kannst du eigentlich jetzt keinen jungen, unbedarften oder unerfahrenen Menschen haben. Also ich glaube, du hast jetzt Philosophien, die du verfolgen musst. Willst du jetzt mit aller Gewalt schon Feuerwehrmann installieren? Hatten wir gestern, glaube ich, gesagt, ist zu früh. Mit 18 Spielen, die noch zu spielen sind, bei 3 Punkten Rückstand. Hoffe ich nicht, dass man diese Philosophie verfolgt. Willst du das Baumgartsche Fußballspiel, dieses offensive Anlaufen, Pressing und so weiter fortführen, was ja mal für alle Mannschaften im Verein gelten sollte? Ist der Trainermarkt sehr begrenzt und willst du auf einen Trainer raus, der mit dem du eine Perspektive hast, auch für die Zukunft hinaus, der dann sagt, okay, diese Saison, wenn wir absteigen, bleibe ich da und wir bauen gemeinsam mit nicht vorhandenen neuen Spielern was auf,
oder wir bleiben in der Liga und kämpfen uns da weiter durch, halte ich für die meines Erachtens nach wünschenswerteste Alternative. Aber da ist es natürlich schwierig, jetzt Trainer zu bekommen, weil, seien wir ehrlich, ein Urs Fischer oder ein Stefan Glasner, heißt der Stefan? Oliver Glasner. Das ist ein bisschen zu hoch für unser Budget, für unser Niveau. Die werden sich den FC nicht antun. Und dann wird es auch schon wieder schwer, gestandene Trainer dazu bekommen. Naja. Und also als alte Füchse, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mir geht es auch gar nicht so um die Philosophie da jetzt, sondern erstmal um die Frage, ob diese Situation überhaupt einem Jugendtrainer zuzumuten ist. Also das ist ja eine noch nie dagewesene Situation im Profifußball. Das gab es ja bei keinem Verein der Welt jemals, dass das so krass alles zueinander kommt. Und da jetzt vielleicht so einen Jungen, der bis jetzt nur U21 oder Regionalliga-Erfahrung hat, reinzuschmeißen, das wäre dann wieder das Stefan Rutenweg-Ding von 2017-18, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde mich besser fühlen, wenn wir jemanden holen, der zumindest schon mal so ein paar Schlachten geschlagen hat, martialisch gesagt. Übrigens ganz kurz, da ihr gerade ja schweigt. Wir haben eine Rekordzahl hier im Chat. Also ganz, ganz herzlich Grüße an all die, die zum ersten Mal dabei sind. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen können, hier damit klarzukommen. Mit dem Ganzen, was heute passiert ist. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Bleibt uns gerne gewogen und lasst doch mal ein Sub da, wie man hier auf Twitch, glaube ich, sagt. Ja, und ein Like beim Podcast-Catcher und so. Ich möchte mal, mein Lieblingskommentar ist Peter Neuro im Opel Corsa Bayern 1997 stand gerade am Militärring neben mir. Es erheitert mich sehr. Oh nein! Svoldemort ist da! Svoldemort! Vladi, bist du's? Schön, dass ich auch mal kennenlernen darf, Svoldemort. Svoldemort schuldet uns 10 Euro. So, ein Glück, ey. Herr der Ringe ist wieder da. Ja. Mose, die PK morgen ist um 12, 12 Uhr mittags, High Noon. Also ich glaube, die sollte man sich angucken. Auf YouTube ist die bestimmt live. Ich glaube, ja, die Hälfte der Zeit ohne Ton, weil Lilia das nicht geschissen kriegt. Gut, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, richtig. Aber die könnte historisch werden, diese PK. Die würde ich mir mal anschauen morgen. The Downfall. Ja. Ich wollte übrigens den Folgentitel It's All Downhill from Here, aber die Leute hier im Podcast sind da. Leider Kulturbanausen kann das nicht. An alle hier mal. Dabei können wir jetzt endlich wieder Englisch reden. Jetzt, wo er weg ist. Könnten. Aber muss übrigens sagen, also. Bleib mal lieber bei dir, ein bisschen klar. Klarheit. Ganz viel Klarheit. Du bist jetzt klar fokussieren. Ich will aber gerne noch was. Ja, oder sagst du ja? Ja, ich wollte gerne eine Sache, die ich eben gelesen habe, im Chat, glaubt, das kam auch vom Moritz van Kollen, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt ist das Kassurteil gesprochen. Kann man jetzt noch vor ein ziviles Gericht gehen und gegen dieses Kassurteil nochmal Einspruch erheben und somit zumindest, bis da eine Rechtsprechung ist, die Transferphase im Winter nutzen, so wie man es damals ja nach FIFA-Urteil und CAS gemacht hat? Oder ist es hier jetzt die allerhöchste Instanz und man kann gar nichts mehr machen? Ja, man kann auch eine Instanz gehen, aber ich meine, das geht nur für grobe Verfahrensfehler. Das ist dieses Schweizer Gericht und ich mal ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass das Urteil ausgesetzt wird, was ich so gelesen habe, und dann kannst du auch sparen. Da gab es ja keine groben Verfahrensfehler. Naja, jetzt müssen ja alle davon ausgehen, also wenn jetzt noch einer sagt, hier ist ein Verfahrensfehler passiert und wir sind davon überzeugt, dass wir unschuldig sind, das wäre ja noch fahrlässiger, als das bis jetzt schon gelaufen. Aber wenn du sagst, okay, hey, wir spielen jetzt die Nummer mit der Zeit und versuchen in der nächsten Transferperiode irgendwie nochmal irgendwas zu machen und legen jetzt einfach ein Veto dafür ein, damit wir aktiv werden können im Januar. Ja, aber es schiebt doch das Urteil nicht auf. Das gilt doch trotzdem. Du kannst dann aber jetzt die gemachten Fehler aus dem Sommer egalisieren. Ja, aber du kannst doch keinen verpflichten. Verstehe ich nicht. Dass, wenn du einspielst, das Urteil gilt weiter. Das ist ja meine Frage. Könntest du jetzt mit einem ähnlichen Move nochmal in die nächste Instanz gehen und da so ein Transferzeitfenster gewinnen? Urteil wird nicht aufgeschoben. Das läuft dann parallel, aber das Urteil gilt weiter. Hier im Chat wird gerade gefragt, glaubt ihr, Baumgart wäre Trainer geblieben, wenn das Kass-Urteil anders ausgefallen wäre? Schwierig. Ja, hoffentlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Also, ich hatte das Gefühl, also jetzt weiß man natürlich nicht, ob seine Aussagen, also ob der FC vielleicht schon beim Union-Spiel davon wusste. Also ich meine, es wurden ja gestern
Fotos geleakt von. Ja, ja, da muss ich auch noch was zu sagen gleich. Also genau dieser Pressemitteilung. Aus dem ICE. Aus dem ICE. Nach Berlin, ja. Nach Berlin. Also jetzt ist die Frage, es kann durchaus sein, und ich weiß es nicht, ich kann es mir aber durchaus vorstellen, dass der FC sich gegebenenfalls mit zwei Pressemitteilungen vorbereitet hat. Einmal Pressemitteilung A, gut, und Pressemitteilung B, schlecht. Ja, und vielleicht noch C, Mittelding, also eine Transferperiode. Genau, so. Ja, ne, aber... Ja, aber, ja. Dass natürlich genau der exakte Wortlaut ja. jetzt noch da drin steht. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich frage mich beim FC, arbeiten da wirklich nur Vollamateure? Ja. Wenn du doch, also das muss doch jemand mitbekommen. Das geht jetzt ja selbst bis zu uns vorgedrungen. Ja, vor allem, was bist du denn für ein Volltrottel, dich in den ICE zu setzen und denken, ja, dann tippe ich mal hier schnell die Pressemitteilung. Ja. Die hättest du, also A, hättest du die ja schon vor einem Jahr schreiben können. Der Inhalt ändert sich ja nicht. Also die kannst du auf einer KI schreiben lassen, so generisch ist die ja. Und dann setzt du dich einen Tag vorher in den ICE, sitzt noch nicht mal in der ersten Klasse anscheinend, hast noch nicht mal so eine fucking Folie auf deinem Bildschirm. Wollte ich gerade sagen, von der Folie Seite ist doch das Mindeste. Kann. Ja, eben. Das war doch von der Seite abfotografiert, ja, eine Reihe dahinter. Ja, natürlich. Ja. Spaß, ne? Selbst uns Lehrern, und wir sind ja die ganz kleinen Piefkes, selbst uns wird ja gesagt, sie dürfen eigentlich keine Klausuren im Zug korrigieren, wenn sie in Urlaub fahren oder so, weil der Nachbar dann ja sehen könnte, was der Yannick für eine Note hat. So. Ja, bei uns hat jeder, der irgendwie da was schreibt, er hat solche Folien gekriegt, die du auf dem Rechner machen kannst. So kenne ich das auch. 50 Cent, ne? Eben. Steht bei mir im Arbeitsvertrag mit drin, wenn ich mobil unterwegs arbeite, muss ich da sicherstellen, dass mir keiner auf meinen Monitor gucken kann. Ja. Habe ich in der Zusatzvereinbarung unterschrieben. Ja. Das ist auf so vielen Ebenen einfach unprofessionell. Das gibt's einfach nicht. Das kann doch nur ein Satireprojekt sein, oder? Das kann doch nur sein, dass irgendwann Harpe Kerkeling die Maske abzieht und sagt, ich war's die ganze Zeit. Ich habe mich als Christian Keller ausgegeben. Anders geht das doch nicht. Club Las Piranhas 3. Ja, ihr dürft euch schon mal freuen. Morgen kommt vom Kalle, schreibt er hier gerade, ein langes, großes Erklärungsstück, wo er uns die ganze Welt nochmal erklären wird. Ich bin gespannt. Und abonniert bitte alle den Khaled Nahar auf Twitter, auf X. Folgt ihm. Das ist eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Ja. Bester Mann. Also, es gibt echt ganz viele Fragen. Ne? Also wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wir haben uns jetzt alle in der letzten Stunde, was haben wir gesagt, 45 Minuten maximal. Ja, war ja klar, dass das nicht gehen würde. Wir haben jetzt einfach mal alles das skriptfrei rausgehauen und emotional, wenn ich mal von mir rede, emotional geht es mir gerade ein bisschen besser, aber es bleiben trotzdem noch ganz, 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 ganz viele Fragen offen, die wo ich weiterhin noch mehr, wie kann ein Verein in eine solche Situation reinkommen? Das ist ein Rätsel. Ja, und zweitens, wie unglaublich unprofessionell und unvorbereitet kann man sein? Auf allen Ebenen von diesem abfotografierten Ding, das ist ja nur so eine, eigentlich, das ist ja nur so eine Anekdote, aber das ist ja eigentlich sinnbildlich für die ganze Arbeit, die da geleistet wird, von oben bis unten. Wie kannst du keine Spieler auf Vorrat in Anführungszeichen holen? Wie kannst du den Potocnik so anquatschen? Ist doch klar, dass sowas kommt. Das glaubt doch meine Oma nicht, dass das so war. Natürlich war das so. Natürlich haben die den da rausgegeben. Leute, glaubt ihr, dass die nicht gesagt haben, hör mal, kündige mal, wir holen nicht? Natürlich haben die das so gemacht. Ich denke halt, man dachte, dass die Strafe einfach nicht so drakonisch ausfällt. Die haben gesagt, ja, was soll's denn, lass die mal schreien hier, Ljubljana, die interessiert eh keiner. Und am Ende werden wir verurteilt, müssen wir 500.000 zahlen, ist ein guter Deal. Genauso ist das gelaufen. So, und jetzt stehen sie da wie die letzten Idioten. Dann wissen sie es, dann spekulieren sie ernsthaft darauf mit dem Wirtschaftsunternehmen am Ende. Es ist halt schon immer Jute Jange, ne? Lass mal, wir sparen, ne? Komplett sehenden Auges laufen die rein. Und jetzt stehen wir da wie die letzten Dicken. Und jetzt sagt Baumi tschüss. Und dann sagt der Keller tschüss. Alle weg. Und wir stehen da wie die Idioten. So ist es doch. Also, das ist echt. Ja, ist doch wahr. Ja, die verpissen sich. Und wahrscheinlich kriegen die doch alle richtig Knete. Genau. Und dann fragt gerade einer, ja, wieso kriegt der Baumgarten eine Abfindung? Ich meine, man weiß es nicht. Aber weil es wahrscheinlich in seinem Arbeitsvertrag drin steht, Leute. Und ich meine, hier ist ja auch keiner, aus Charity-Gründen, weiß ja auch als Trainer nicht, wann kriegst du den nächsten Job. Natürlich nimmst du die Kohle mit. Was glaubt ihr denn, dass er sagt, ja, nee, der FC, der liegt mir so am Herzen. Es läuft ja auch nicht so gut. Ich verzichte darauf. Würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Das Einzige, was ich mich jetzt frage,
der Vertrag läuft ja, also wir haben den ja nicht per sofort gekündigt, sondern zum 31.12. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass dann die Abfindung irgendwie geringer wird, weil er dann im letzten Vertragshalbjahr oder so erst gegangen wird oder irgendwas? Oder was soll dieser Move? Wahrscheinlich hat er sein Dezembergehalt schon bekommen und will es nicht zurückzahlen. Er hat sich ja nochmal Rechtsstreit ersparen wollen dadurch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es kann viele Sachen sein. Es kann sein, dass man solche Vertragsaufhebungen immer zum Monatsende macht. Vielleicht gibt es im Vertrag irgendeinen Passus, Kündigungsfrist oder was weiß ich. Das keine Ahnung. Hat das nicht auch vielleicht irgendwas Arbeitsrechtliches einfach zu tun? Es kann auch sein, dass was mit dem Arbeitsrecht zu tun hat. Oder man wollte ihn nicht vor Weihnachten auf die Straße setzen. Ja. Ich glaube auch, dass einfach eine Kündigungsfrist immer zum Ablauf des Kalendermonats irgendwie sowas wieder garantiert ist. Das kann sein. Aber ich will ja noch ein anderes Thema gerne ansprechen, wenn ihr noch Zeit habt. Wenn nicht, dürft ihr euch gerne auch verabschieden. Ich habe auch Zeit genug. Bleib sehr dabei. Gut. Das haben wir gerade im Chat, also in unserem internen WhatsApp-Chat schon mal so ein bisschen angerissen. Ja, ich finde es nicht gut, dass die erst wieder am 2.1. zusammenkommen und dann der neue Trainer vom 2.1. bis zum 13.1. sind 11 Kalendertage, wenn das Spiel gegen Heidenheim ansteht. 11 Kalendertage heißt ja nun nicht 11 Trainingstage. Die werden ja mal ein paar freie Tage haben. Das heißt, der hat, wenn es gut läuft, so 9, 8 Trainingstage, der neue Trainer dann. Das finde ich wieder mal sehr, sehr wenig, um eine Mannschaft auf ein Endspiel quasi einzustimmen. Du musst dir doch eigentlich sagen, Jungs, macht jetzt 3, 4 Tage Urlaub, aber euer Neujahrsurlaub ist gestrichen, ab 28. wird mal lucht. Dafür müsstest du aber einen Trainer haben, ne? Also jetzt werden es erstmal Pavlak und McKenna machen, die sind ja nicht entlassen. Ja, ich glaube aber, die Mannschaft, die braucht jetzt auch mal ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe, dass die Pause haben, finde ich in Ordnung. Also der neue Trainer, der wird da jetzt nicht so viel umschmeißen. Ich gehe davon aus, dass es eine interne Lösung werden wird bei dem Sparfuchs. Sagt man das, Fuchs an der Stelle? Fuchs ist ja eigentlich ein schlaues Tier. Gehe ich aber nicht mehr, ehrlich gesagt. Also das wäre doch das nächste Verbandspiel, jetzt da den Sabonis ranzulassen, der keinerlei Bundesliga hat. Ich habe übrigens, ich habe es heute in unserem internen Chat schon geschrieben, ich habe einen Trainer gefunden, der auch Regensburg-Vibes mit sich bringt. Heiko Herrlich. Ja, mit Handcreme. Der war ablösefrei zwar. Ja, genau. Mit Handcreme. Ja. Steht eingecremten Händen. Ja. Also, aber nochmal zu den Spielern. Gott bewahre, es war Spaß, es war Ironie, ne? Nochmal zu den Spielern. Ich glaube tatsächlich, die brauchen, also das ist natürlich jetzt wird gesagt, ja, hier stirbt sonst jemand vor Schöpfen, darum geht's nicht. Jetzt sind wir mal ganz realistisch und mal ganz ehrlich und mal alle Polemik raus. Zwei Tagen, ne? Na, genau. Wir reden hier von ein paar 20-Jährigen, die natürlich jetzt das mitkriegen, die natürlich unter Druck stehen, die natürlich wissen, jetzt kann man sagen, ja, die verdienen Geld, ja, okay, aber lass das mal alles weg. Das ist ein Team, was funktioniert im Augenblick nicht. Das hat eine Körpersprache wie der Schlüpper von meiner Oma, ja. Das ist einfach am Ende. So, und da muss man jetzt sagen, macht das, ist es nicht eine gute Idee, wenn man das jetzt resettet, den Leuten nochmal zu sagen, ey, jetzt ist, wir reden von einer Woche, ne, oder 8 Tagen. Geht mal nach Hause. Jeder kriegt ja auch einen individuellen Trainingsplan. Ist jetzt nicht so, dass die wie ich mit einem Bier und Keks in der Hand auf dem Sofa hängen und sich 3 Kilo drauf fressen in 2 Tagen, sondern die werden schon ihr Training machen, die kriegen ein bisschen Kopf frei, die können ein bisschen bei der Familie sein, dies, das, und dann kommen die halt am 1.1. wieder. Die 2 Tage mehr, da wird dir jetzt kein Tiki-Taka einstudieren mit denen, der neue Trainer. So, und dann lass die mal ein bisschen zur Ruhe kommen, lass ein bisschen abschalten. Man kann nur hoffen, dass sich dann wieder ein bisschen was löst, weil ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dadurch zu trainieren. Also, meine Erfahrung auf der Arbeit auch, lass die Leute mal 5 Tage in Ruhe, dann geht es wieder. Ja, meine Erfahrung ist halt eine andere. Also 8 Tage sind jetzt, finde ich, okay, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Und also ich bin eher der Meinung, ich habe das jetzt so ein bisschen von einer anderen Perspektive gesehen als ihr. Also du hast jetzt ja sehr aus der Spielersicht argumentiert, kann ich auch verstehen. Also deine Argumentation finde ich auch schlüssig. Ich habe aber aus der Trainerperspektive argumentiert. Und ich denke halt, ein neuer Trainer, wenn der nicht intern ist und nicht Pavlak heißt oder so, muss die ja erstmal alle kennenlernen, muss gucken, was kann auch ein Spieler, der jetzt in der U21 gespielt hat, was kann ein Deal, was kann ein, wie heißt der Grieche, Limnios, was kann ein Weschenbach, der braucht da einfach mehr Zeit als diese 11 Tage. Ja, gebe ich dir recht. Gibt's aber Videoscouting. Du kannst, die Profile sind ja alle erstellt und du kannst. Ja, den, nee, ja, und nochmal was anderes, ganz ehrlich. Nur weil Bier man sagt, und Kekse. Man macht da, man ich, macht ich möchte da, ganz kurz einmal sagen, Bier und Keks ist eine eklige Kombi. Also Bier und Chips oder Bier und Salzbrezel, aber Bier und Kekse. Bier und Keks ist super. Aber jetzt mal was anderes, jetzt nochmal ernsthaft darauf zurückzukommen.
nur weil kein Training ist, heißt ja nicht, dass alle Spieler auf den Malediven sind. Ne? Wenn du einen neuen Trainer hast und der sagt, pass mal auf, Lemnios, gerade die Leute, die jetzt keine Chance haben, ich würde gerne mal ein Stündchen mit dir quatschen. Natürlich kommen die doch zum Geistbockheim. Ja, also das kann man doch arrangieren. Das heißt dann nicht, dass die Leute ihr Handy ausmachen, keine Skype, kein nicht verfügbar sind, sondern die trainieren halt mal 7 Tage nicht. Und auch da aus Trainersicht bin ich der Meinung, wenn man sich das von außen anguckt, jetzt bin ich kein Trainer, habe aber oft auch junge Leute dabei, die, ne, so, und man kann dann auch von außen sagen, ey, macht jetzt Trainieren noch Sinn? Ist das jetzt eine gute Idee? Immer weiter, immer weiter. Die Leute müssen mal den Kopf frei kriegen und die, wo ich denke, die will ich neu integrieren, die ziehe ich mir ran, sag mal, hör mal, Dienstagnachmittag, Stündchen hast du Zeit und dann komm nicht vorbei, das geht da alles. Nur weil auf dem Papier steht trainingsfrei. Also ja? Ich bin da bei dem, was der Colonia Boy 86 im Chat schreibt. Wenn ihr den auf Insta folgt, ihr werdet ab morgen Urlaubsbilder von den Malediven sehen und von der Domrep und sonst was. Moment, da ist nichts. Aber dafür haben die aber auch während der ganzen Zeit zwischen der Sommerzeit und jetzt ja fast kein frei. Ja, ist mir halt jetzt gerade aktuell scheißegal. Also, sorry. Aber das bringt doch nichts. Doch. Wenn jetzt dein Arbeitgeber zu dir sagt, so Dennis, du streichst aber in den zwischen den Feiertagen, streichst du aber die Klasse alleine. Wie viel Bock hast du da? Also erstens, ich arbeite während den Feiertagen. Ich korrigiere ganz normal meine Klausur und ich habe da keinen Urlaub. Ne? Also nur weil ich zu Hause bin, habe ich keinen Urlaub. Und zweitens, das setzt ja voraus, dass ich vorher den Klassenraum verdreckt habe. So wie unsere Spieler den Karren an die Wand gefahren haben. Das ist ja nicht, dass der mich jetzt ranzieht, weil ich irgendwie einfach nur da rumstehe. Aber man kann doch nicht sagen, die Spieler haben das jetzt verursacht. Auch, natürlich. Ich glaube, den Kopf frei zu kriegen, das ist jetzt das Programm. Ja, 8 Tage lang ist okay, sollen sie machen. Ja, Weihnachten und so, alles super. Dann am 28. wird mal los. Nee. Punkt. Ja, die Frage ist ja, ob es dann... Das entscheidet ja letzten Endes dann auch der neue Trainer, wenn die alle wieder zusammenkommen. Und, glaubt ihr allen Ernst, dass wir bis zum 28. neuen Trainer haben? Ja, ach, das erwarte ich jetzt einfach. Ne? Also ich weiß, dass ich hier im Takatuka-Land unterwegs bin oder so. Aber ich erwarte, wenn irgendwer in diesem ganzen Scheißverein, sorry, wenn irgendwer so ein Fünkchen Professionalität hat, dass morgen auf der PK am besten schon der neue vorgestellt wird. Nee, das nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man gesagt hat, wir warten jetzt einfach diese, ich nenne es mal englische Woche, so dreiviertel englische Woche ab mit dem Spiel unter der Woche, gucken, was dabei rauskommt. Und dann bewerten wir die Situation und dann gucken wir, wie wir auseinandergehen. Natürlich werden bei seriösen Vereinen immer wieder Gespräche auch mit anderen Leuten geführt. Sportdirektoren haben in der Regel jede Woche irgendwelche Gespräche mit Trainern, um alleine im Gespräch zu bleiben. Aber da wird jetzt noch nichts so weit sein, dass man morgen aus dem Hut zaubert, dass da jetzt ein neuer Trainer steht. Also da bin ich ziemlich sicher. Aus dem Krieg doch morgen erstmal Keller. Also so gesehen. So, dann, ja, das ist ja dann auch nochmal eine Geschichte. Warten wir morgen mal ab, was das gibt. Ich würde auch nochmal auf die Urlaubsbilder zurückkommen. Ich wollte jetzt gerade nochmal auf den Urlaub zu sprechen kommen. Ich selber merk's auch bei mir, wenn ich sehr angespannt bin, wenn etwas im Beruf nicht so rund läuft und der Kopf auch viel arbeitet, dann tut es wirklich mal gut, auch mal eine Woche, anderthalb Urlaub zu machen oder 2 Wochen Urlaub zu machen und den Kopf frei zu kriegen und mal komplette Ablenkung zu haben und sich einfach mal ins Tagesgeschehen aus dem Alltag rausbewegt und rein in Urlaubstag reinbewegt. Und wenn die Bilder dann auf den Malediven sind, wenn die irgendwie beim Wettschnorcheln mit Haien sind oder wenn das Ballermann ist oder wenn das irgendwie Florida ist, ist total Bums. Hauptsache, die erleben was anderes und können mal den mentalen Stress ablegen. Ja. Das kann auch einiges wieder frei machen. Und wenn es dann der 28., 29. oder 30. ist, die auch noch frei haben, wenn das dafür sorgt, dass die nachher den Kopf wieder frei haben und sich dann aufs Wesentliche konzentrieren können, dann ist es gut investierte Zeit. Ja, aber nochmal, das sind Leute, das ist deren Job. Und die haben halt irgendwann Urlaub. So, und jetzt läuft's scheiße auf der Arbeit. Jetzt haben die sich aber, ich meine, einen Urlaub gebucht. Und ich verstehe nicht, also da ist ja so eine typisch deutsche Debatte. Ja, Junge, der verdient Geld. Ich sag mal, wie es bei mir läuft. Ne? Ich arbeite und dann läuft's manchmal gut. Und dann läuft's manchmal richtig scheiße. Und dann sagt man, na scheiße, war jetzt richtig scheiße. Und das passt alles nicht. Und wir müssen, aber ich habe meinen Urlaub gebucht. Ey, glaubst du, ich fahre nicht in Urlaub? Da komme ich aus gut wieder und dann packen wir's an. Aber ich sag doch nicht, ich sag meinen Urlaub ab. Und ich muss mich auch nicht schämen dafür. Weil
ganz ehrlich, deutsches Arbeitsrecht, in 6 Monaten musst du Urlaub haben, darfst nicht länger arbeiten als 6 Monate. Die spielen jetzt vom Sommer durch, ja, das ist halt deren Job, muss man jetzt, kann man gut finden, kann man sagen, das ist doch der Traum, die verdienen so viel Geld, das ist deren Job. Und jetzt haben die halt 1 Woche frei. Und dann sollen die doch auch in Urlaub fahren, mein Gott. Ja, ich verstehe die Diskussion nicht. Und warum sollen die das verheimlichen? Ich glaube, du verschiebst gerade aber auch den Diskurs. Also niemand hat gesagt, dass sie nicht in den Urlaub fahren dürfen. Nee, es wurde gerade gesagt, und ab morgen sehen wir wieder die Urlaubsbilder. Ja, weil bitte, du gesagt hast, Urlaub. Nein, du hast gesagt, man kann noch mal zu einem sagen, er soll mal ins Skysportheim kommen, ja, um sich mal vorzustellen. Aber nur, weil meiner hier, und... Weil, sag ich, aber es wird nur nicht gehen, weil die nicht in Deutschland sind. Die können ja nicht dahin. Aber nur, also erstmal, wenn du nicht gerade in der Karibik bist, kannst du für einen halben Tag nach Deutschland kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich auch. Ich fliege morgen nach München und mittags zurück und habe einen Termin. Gar kein Thema. Vielleicht solltest du erwähnen, das klingt jetzt falsch, was du gerade gesagt hast, wenn man nicht weiß, was dein Background ist. Ja, nee, aber es ist doch so. Das sollen die bitte nicht tun. Die sollen bitte so wenig Kerosin wie möglich in die Gegend bringen. Ja, das ist doch... Nee, also jetzt keine Umweltdiskussion, das ist ein anderes Thema, weil das ist eine Diskursverschiebung jetzt. Sondern was ich sagen will ist, wenn der Verein dafür der Meinung ist, dass der Spieler unbedingt am 28. Nachmittag mit dem Trainer machen soll, dann soll er den Rand schaffen. Und das geht auch, wenn der Spieler das will, ist das möglich heute. Kann man jetzt gut finden oder nicht, kann man sagen, es ist Umwelt, aber das geht, ist alles möglich. Außer, klar, du bist jetzt irgendwo auf Hawaii, aber ich glaube mal, wenn du einigermaßen, das sind ja alle Sportler und die sind auch alle professionell, egal ob die jetzt gut gespielt haben oder nicht. Und wer schon mal Jetlag gehabt hat, weiß, da zieht dir die Schuhe aus. Du wirst nicht für 1 Woche nach Hawaii fliegen. So, und das heißt, wenn die jetzt nach Mallorca oder wo es warm, nach Ägypten oder sowas alles oder Südafrika oder so, ja gut, da fliegst du halt dahin. Da machst du halt da und lass die Leute doch Urlaub machen. Außerdem, du kannst auch über Teams dich gut halten, machen ja jetzt auch viele. Also, ich finde so, da sollte man echt so ein bisschen den Dampf rausnehmen. Ich verstehe, alle sind sauer und frustriert, ich auch, aber das sollte man jetzt, und die haben natürlich auch scheiße gespielt, ist jetzt nicht nur deren Vergehen, aber man sollte dann auch echt ein bisschen zurück und sagen, hey, gib den Jungs ihren Urlaub, lass sie 1 Woche wegfahren, dann geht's weiter. Ja, 1 Woche bin ich dafür. Woche unterschreibe ich sofort. Dann ist der 28. Aber ist doch, ja, aber Leute. Ja, ob jetzt der 28. oder der 31. Sei Trainingseinheiten maximal. Ja, nein, von viel mehr. Du hast den 28., den 29., den 30., du kannst am 31. vormittags mal arbeiten, wie im Einzelhandel normal ist. Dann ist der 1. frei und dann geht's am 2. weiter. Die bekommen ja alle ihre Trainingspläne für die Fitness mit. Ne? Es geht mir nicht um die Fitness. Ich verstehe das völlig falsch. Es geht mir darum, dass der neue Trainer Zeit braucht, seine Idee da zu implementieren. Aber es gibt doch keinen neuen Trainer. Es gibt ja noch keinen neuen Trainer. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Das ist jetzt wenn ein neuer Trainer kommt, gibt der neue Trainer den Trainingstermin vor. Dann stimmt er sich vielleicht noch mit den 97 Athletiktrainern und 85 Krafttrainern und 3 Taktiktrainern ab. Aber der neue Cheftrainer gibt doch vor, wann Trainingsauftakt ist. So, und wenn er sagt, ich will am 27. oder am 28., dass wir dann wieder zusammenkommen, dann hat er das so entschieden. Aber jetzt ist ja noch das, was gezählt hat bis heute, dass es am 2. Januar, glaube ich, war es, weitergeht. So, und solange kein neuer Trainer da ist, solange man nicht genau weiß, wer die Cheftrainerposition übernimmt, ob interimsweise oder fest, bleibt erstmal der Termin stehen, der genannt wurde. Und dann sieht man weiter. Und wenn morgen auf der PK heißt, André Pavlak ist bis auf weit ist unser Cheftrainer und André Pavlak kennt die Mannschaft schon und sagt, wir machen am 2. Januar weiter, dann ist es gut. Wenn morgen der schöne Markus wieder zurückkommt und sagt, ich will aber am 25.12., dass ihr alle parat steht, dann ist es so. Dann gibt der Trainer nein, das aber vor. Nein, im Leben nicht. Der Markus sagt am 5.1. zum Schnitzelessen zurück am Geist. Sag mal, ey, was ist denn mit euch? Das war doch jetzt nur ein Beispiel. Das ist wie beim ganz normalen Arbeitnehmer auch. Die kriegen da wie Betriebsferien Feierabend. Nein, so ist es ja nicht. Nee, also die, so können ja auch zum, die können ja auch zum Straftraining sonntags morgens um 7 bei Felix Magath antanzen lassen werden. Das ist aber, Salasting sagt dann, das ist eine individual vertragliche Regelung in deinem Arbeitsvertrag. Wenn das da nicht drin steht, kommst du nicht. Ich glaube, mit Arbeitsrecht kommst du bei Fußball eh nicht weit. Der Trainer gibt den Takt vor, der Trainer entscheidet, wer der letzten Endes wieder für das dann Trainingsauftakt ist. Und so lange müssen wir warten. Und die Diskussion können wir gerne aufmachen. Wenn er sagt, du musst ins Trainingslager, dann musst du auch ins Trainingslager. Also wenn der neue Trainer
eine externe Lösung ist und es dann trotzdem bis zum 2. Januar so bleibt und die Argumentation heißt, ja, Steffen Baumgart hat das ja vorher gesagt, dann können wir dann zum gegebenen Zeitpunkt nochmal darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Aber abgesehen davon muss man auch sagen, diese Diskussion, der Trainer lieber morgen, ich weiß, es gibt sowieso eine sehr geringe Auswahl, wenn dann überhaupt jemand Externes kommt, aber wegen mir kann lieber ein guter, also in Anführungszeichen ein guter Trainer am 2. anfangen, als irgendein Friedhelm Funkel am 27. Ne? Vielleicht können wir das ja mal als so langsam Abschluss hier definieren. Was für ein Profil an Trainer wünscht ihr euch denn jetzt genau? Also jetzt wollen keine Namen diskutieren, aber was soll der Trainer so mitbringen? Ich möchte gerne, dass wir eine ruhigere Person an der Außenlinie haben als das Rumpelstilzchen. ich glaube, das hat sich abgenutzt. Ich hätte gerne da was Ruhigeres. Ich fand den Offensivfußball ganz schön, den wir gespielt haben. Können wir gerne auch machen weiterhin. Aber ich hätte gerne eine ruhigere Person, die Spieler da einsetzt, also die Person, die Spieler da einsetzt, wo sie ihre Stärken haben und nicht aus Unsicherheit oder sonstigen Gründen jede Woche irgendeine Person auf einer anderen Position spielen lässt. Das ist einfach nur mein Wunsch. Das ist jetzt nicht zu hoch gegriffen, glaube ich. Ja, ich würde gleich mal eine Nachfrage stellen wollen. Wenn du jetzt sagst, eine ruhigere Person, kann so ein Verein dann nicht vielleicht auch zu schlaftablettig werden, wenn gerade Keller ja auch schon eher so der sachliche Typ ist? Braucht man da nicht vielleicht sogar einen Gegenpol, wie Baumgart das war? Also ich sag mal, es ist ja kein Geheimnis, dass ich häufiger Ambulantor bin. Und der Fabian Hürzeler zum Beispiel ist an der Trainerlinie einer, der hat, glaube ich, mit die meisten gelben Karten in der Saison. Also der ist da schon wirklich im Coaching, im Ingame-Coaching sehr intensiv mit dabei und geht manchmal auch über die Grenze, ist aber eine Person, die nach außen hin eine gewisse Ruhe ausstrahlt und die auch eine Seriosität ausstrahlt. Und so einen Typen oder auch einen Glasner vom Typen her finde ich halt ganz cool, sowas zu haben. Und da hast du einen Gegenpol auch zu Keller. Meines Erachtens noch. Ja, überzeugt mich. Boah. Daniel, Marco, habt ihr noch Wünsche an den neuen Trainer, wie der so also, drauf sein soll? Klasse halten, Rest ist mir egal. Also, ich habe Klappe halten verstanden. Nee, er soll die Klasse halten. Wie der das macht, das ist mir egal. Ja. Wenn er nackt in einer Seitenlinie rum oder wenn er ein Rumpelstilzchen ist oder wenn er eine Schlaftablette ist oder der schönste Mann der Welt wie Markus Wiestoll. Hauptsache, wir halten die Klasse und alles andere ist mir egal. Ob ich den gut finde, darauf kommt es nicht an. Ja. Ich glaube, also entweder du holst jetzt einen Trainer, also im Idealfall holst du einen Trainer, der die Klasse hält. Ich hätte gern aber einen Trainer, mit dem man vielleicht hier langfristig was aufbauen kann. Und damit sind diese Friedhelm Funkels dieser Welt alle raus. Auch bitte nicht so Urs Fischer. Ist auch, der hat genau bei einem Club gezeigt, dass es kann oder wie auch immer. Nee, das stimmt nicht. Der hatte auch in der Schweiz schon große Erfolge. Hatte Stale Solbakken auch. Ja, aber der hat es jetzt in Deutschland geschafft und in der Schweiz. Anders als Dolle Sulban. Also Urs Fischer hat schon ein sehr gutes Renommee. Er hat eine schlechte Halbserie, klar, aber bis dahin ging es schnell bergauf für den. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach vielleicht jemanden finden, der die Philosophie für die nächsten 3 Transferperioden mitgeht. Auf junge Spieler setzt, guckt, was er das Ideale aus diesem Kader rausholt. Ja. Und das ist Urs Fischer nicht, das stimmt. Genau, und das ist Urs Fischer genau nicht. Und deswegen weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig. Also, tatsächlich, der Sebastian-CGN, den Namen habe ich letztes Mal schon irgendwann in den Ring geworfen, Stefan Kunz. Da wurde ich sehr belächelt von Stefan Kunz. Der hat ja in den U-Mannschaften beim DFB unfassbar gute Arbeit gemacht und kann ja wohl angeblich, was man so gehört hat, auch gut mit jungen Spielern. Und vielleicht wäre das einer. Ist der denn nicht mehr in der Türkei unterwegs? Nein. Nein. Das heißt, er wäre gerade frei auf dem Markt verfügbar. Ja. Wegen anhaltenden Misserfolgs entlassen. Ja, der ist natürlich, da hat der Dennis letztes Mal gesagt, und da gebe ich ein bisschen recht, das ist natürlich so ein DFB-Trainer. Das ist natürlich das eine, Nationaltrainer, egal ob bei einer U-Mannschaft zu sein oder halt ein Vereinstrainer. Aber ich finde es jetzt auch nicht so verkehrt, muss ich sagen. Bei Stefan Kunz muss ich an Kaiserslautern denken, bei Kaiserslautern muss ich an den Antifußballer Dirk Schuster denken. Ja, aber ey, ganz ehrlich, nein, Dirk Schuster, nein. Boah, bitte nicht, ey. Also jetzt mal angenommen, dass Herr Keller morgen noch im Amt ist, traut ihr dem eigentlich eine große Lösung zu oder habt ihr so ein bisschen wie ich jetzt, also mir geht's so, ich habe das Bauchgefühl,
Keller holt da, wenn sowieso irgendein. Sbonius. Ja, das ja. Oder den U23-Trainer aus Regensburg, wer immer das sein mag oder so. Also irgend so eine Lösung, wo jeder sagt, so erstmal googeln, wer das ist. Ja, natürlich, weil er denkt, das ist der gute Weg. Ich halte den auch nicht. Genau wie ich gesagt habe, Baumgart darf die Spieler nicht aussuchen, weil er wird nicht mehr Trainer sein. Gut, jetzt können wir keine Spieler aussuchen. Darf Keller auch nicht den Trainer bestimmen. Das geht einfach nicht mehr. Ist in die Grütze gegangen, war gut gemeint, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Na, also lassen wir das lieber. Aber wenn der Vorstand dafür sorgt, dass Keller bleibt, finde ich schon, dass er einen Trainer holen muss. Ne? Ansonsten, wenn Keller seinen Hut nehmen muss, wenn er nicht freiwillig zieht morgen, dann darf er natürlich keinen neuen Trainer holen. Also das ist jetzt auch eine Vorstandsarbeit, die da gefragt ist. Ne? Bleibt Keller als Sportchef beim FC? Wisst ihr, dass die U23 und die U17 Trainer von Augsburg Ex-FC-Spieler sind? Ich habe es gerade mal nachgeschaut, wer die sind, diese Leute. Nee. Wer ist denn das? Der U23-Trainer von Augsburg ist Tobias Strobel, FC-Legende Tobias Strobel. Und der U17-Trainer ist Markus Vollner, auch eine FC-Legende. Ach, krass. Ja, dann gibt es noch einen U19-Trainer, Stefan Aigner, auch ein ehemaliger Fußballprofi. Das heißt, du merkst schon genau, die haben da so ein paar ehemalige verdiente Spieler nochmal schön mit dem Vertrag ausgestattet. Ja, ist ja auch nicht verboten, ne? Also ich meine. Und der U14-Trainer von Augsburg sieht original so aus wie ein Bruder, wie der jüngere Bruder von unserem Luxemburger. Wer heißt da noch? Olesen. Olesen. Matthias Olesen. Der jüngere Bruder von Olesen, ne? Ja, müsst ihr mal googeln. Könnte original der kleine Bruder sein. Also bei mir ist jetzt, ich gucke auf die Uhr 23:05, Leute, ich muss langsam in mein Bett kriechen und ich habe auch jetzt mich leer geredet, es ist vorbei. Ja, ich muss noch was auflösen. Ich habe um 12 den Rettungsdienst, den Abschleppdienst gerufen. Wann kam er? 17 Uhr. Schön wär's. 19 Uhr. 19 Uhr, genau. Boah. 7 Stunden. Ja. Ist das der Bekannte mit den 4 Buchstaben? Also die habe ich angerufen, aber die rufen dann ja wiederum lokale Abschleppdienste an aus der Gegend. Und dann kam halt jemand, witzigerweise hieß der Reinsch. Jemand, der Reinsch heißt. Gibt es jemanden, der Reinsch heißt? Ja, lass Miranda, denn sie will, ja. Meine Nichte aus Spanien, ja, genau. Oh, guck mal, der Torwarttrainer von Augsburg aus der U11 ist Daniel Weinzierl. Da kann man sich auch eine Verwandtschaft herleiten. Jesus. Naja, der Torwarttrainer aus der U11. Mich irritiert gerade, warum du so in Augsburg guckst. Was hat Augsburg denn jetzt da auf einmal? Weil ich Augsburg mit Regensburg verwechselt habe und dachte, Keller war in Augsburg. Freiburgenland, Augsburg, Regensburg. Wahrscheinlich, weil ihr Heiko Herrlich erwähnt habt. Da bin ich irgendwie auf Augsburg gekommen, schätze ich mal. So, okay. Ja, aber jetzt gucke ich noch nach, wer der Jan Regensburg U21-Trainer ist. War Berimovic oder wie er heißt, der ist ja in Selim Begovic, ja. Oder genau, Selim Begovic, genau. Der ist ja in Rostock jetzt. Der Kelt ist ja an uns vorbeigegangen, glücklicherweise. Ja. Wisst ihr, wie die Nachwuchsabteilung vom Jan Regensburg heißt? Jan Jana. Nee, das ist die Jan-Schmiede. Leute, da treibt mich jetzt echt ins Bett, die Jahn-Schmiede, ey. Dafür verschwende ich nicht meine Schlafzeit. Ja. Christoph Jank kenne ich nicht. Sebastian, ich glaube auch. Ivan Pavlik kenne ich alle nicht. Also, die muss ich erstmal probieren. Womit mit Recht? Na, die von Augsburg hatten wir alle. Ja, aber nicht, weil sie in Augsburg sind. Nee, ist richtig. Ja, gut. Nochmal vielen Dank an die ganz, ganz rege Beteiligung hier im Chat. Das war richtig cool, dass ihr da so aktiv wart. Da macht es auch mega immer viel Spaß hier. Immer noch 59 Leute. Ne? Vielen, vielen Dank. Absoluter Rekord heute. Genau. Wir machen dann morgen die nächste Live-Folge, wenn Keller zurückgetreten ist. Und dann am Samstag, wenn der neue Trainer vorgestellt ist. Wir kommen ja aus dem Live-Dingern gar nicht mehr raus. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ja, vielen Dank an alle Beteiligten da draußen an den Endgeräten. Und vielen Dank an die jungen Männer hier an ihren Mikrofonen. Das waren Marco, das waren Daniel und das waren Erik. Danke, dass ihr drei da wart. Frohe Weihnachten euch. Bleibt gesund. Merry Christmas. Und ja, lasst uns gerne mal ein Like und sonstiges Gedöns da. Bis dahin, macht es gut. Bleibt gesund. Tschüss. 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 Ciao. Therapiestunde. Ciao. Ciao.